Video und sein neuen Tutorial. Und heute stelle ich euch vor, wie man, also, wie man sowas baut, also ein automatisches Lagersystem. Ja. Als erstes braucht ihr eine Bodenplatte, also, oder ihr macht auf dem Boden, wo ihr gerade baut. Aber ich würde zuerst eine Bodenplatte machen. Und darauf macht ihr dann vorne zweimal, also eine zwei hohe Reihe Kiste überall. Und dann an jeder Kiste einen Trichter, der auf die Kiste zeigt. Dahinter, also hier der Block bleibt frei. Dann kommt hier eine Bande voll. Und dann dahinter, also davor, also die auf den Richter, auf den Trichter, einen Trichter sperren. Dass kein Item durchkommt. Fackeln. Also Redstone-Fackeln. Dahinter ein Verstärker. Alle auf 0 gestellt. Und dahinter Block. Ein Block. Und dann alles mit Blöcken überdecken. Außer ganz hinten. Also außer dir. Den Block da. Darauf kommt jetzt Redstone. Da oben auch und da auch. Dann kommt der Comparator. Ja. Und dann kommt ein Trichter in die Richtung gezeigt vom Comparator. Und dann macht ihr eine Kiste, wo ihr haben wollt. Zum Beispiel jetzt. Wir wollen jetzt eine Kiste haben hier unten. Ja. Kann man auch machen. Einfach rein. Hier verbunden. Aber braucht man natürlich mehr Trichter. Und dann einmal hier rüber. So. Man könnte jetzt noch bauen, dass man das, dass das Zeug bis nach oben hinkommt. Das können wir noch bauen. Also braucht ihr, ihr könnt mit Spender das bauen, ihr könnt es auch mit Wasseraufzug bauen und ich mache hier mit Wasseraufzug. Und Seelendant, so. Und da freue ich mich auf diese Teile hier. Und wir brauchen noch einen Amboss. Und wir brauchen einen Sand. Ne, Sand haben wir ja schon hier. Okay. Dann fangen wir mal an. Also, Glas ist ja noch gut. Glas. Also, erstmal ein kleines verfehlt. So, einmal so ein Turm hoch. Bis hier noch einmal. Ist auch auf alle Fälle nicht. Dann einmal hier hoch. Und einmal zu. Dann einmal hier unten. Also einmal von oben nach unten Wasser bläsen. So. Und dann einfach einmal. Wachsen lassen eigentlich. Nicht ankommen. Einfach einmal bis ganz oben. Dann einmal ab. Und da unten dann das gegen ein. Jetzt macht ihr drin ein Schild. So. Und dann, also es kommt hier dran, dann so. Kann man auch genauso mal hier unten machen. Und jetzt müsste eigentlich der Block darüber geschwemmt werden, hochgeschwemmt werden, eingesaugt werden. Und weil es nichts drin ist, müsste es eigentlich hier in den
hier reinkommen. So. Es ist auch reingekommen. Jetzt brauchen wir, was ich immer nehme, also, ihr nehmt euch einen Amboss, nehmt euch einfach ein Stück Papier und dann, also ein Stück Papier ist zu wenig, ein Stack Papier und dann beschreibt ihr das mal. Einfach das, ich mach's mal, bitte nicht reinwerfen, das ist immer mein Hashtag, so welchen Hashtag und so. Das ist keiner reinwerfen. Also man kann das Teil nicht mehr reinwerfen. Also es ist keiner kopieren kann, er gesagt. Da macht ihr jetzt in jeden, wo ihr die Komponente drauf machen, sind überall 4 Stück rein. Aber nur 4. Das ist jetzt die gute Variante, aber man braucht mehr Blöcke dafür. Also mehr von den Stoff, das man in automatischen Lager hat. Aber ich glaube mal, wenn man das automatische Lager baut, hat man bestimmt eine Farm irgendwo und da kriegt man das Zeug auch her. Ich zum Beispiel jetzt nehme einfach mal Redstone, Lapis, Smaragde, Diaz, Eisen. Und Gott. Ich weiß ja nicht, ob wir so viel Platz haben, aber ja, wir haben genug Platz. So, und den ersten machen wir jetzt erstmal. Na gut, es gibt noch was Besseres, und zwar einen Rahmen. Einen Item Frame. Okay, da muss bei Dekoration drin sein. Die macht einfach jetzt so, 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 so. Und da drauf macht das Item, was reinkommen soll. Jetzt das erste soll jetzt schon sein. Also. Machen wir alles weg hier. So. Das war der Lapis, das dritte Smaragd. Dias sein, das soll Eisen sein, das soll Gold sein. Dann packt ihr einfach das zu uns Stack rein da. Eigentlich könnt ihr auch nur einen Viertel packen, dann kommt auch nichts. Dann, das reicht auch aus. So Dias, Smaragde, Lapis. Jetzt mal klar, haben wir mein Inventar so. Und es müsste eigentlich überall hier so ein bisschen durchkommen. Also es müsste eigentlich überall 41 drin sein. Jetzt kommt ihr so vom Main, so seid ihr in der Mine drinne und baut ein bisschen Dias ab und so. Und dann kriegt ihr ein Dia, also haben die jetzt gefarmt und habe Lapis, Dias und alles was gefarmt. Dann geht ihr einfach zu der Farm hier hin, also geht zu den Teil hin. Brauchen wir kurz ein bisschen was. Ja, wir nehmen mal von denen, dann nehmen wir mal dem, dem, so einen halben Stack. Ja, so einen halben Stack von denen. Eigentlich ein Stack kriegt man doch eigentlich immer. Ja, ein Stack von denen. Ein Stack von denen. Und ja, 11 Stück von denen. So. Jetzt haben wir so viel und jetzt schmeißen wir mal alles rein. Also, einmal reinschmeißen. Schmeißen. Einfach mit String und dann Q und dann werft ihr ein Deck mal rein. So. Jetzt kommt das hier oben rein und jetzt müsste eigentlich überall das Zeug reingemacht werden. So, es wird erst Smaragd. Smaragd füllt sich auf. Hier. 53 Smaragd. Wir hatten einen halben Stack, dann müssen wir irgendwas machen. Nee, wir hatten. Doch, das kann. Doch, das stimmt. Ja, ein halbes Stack und das. Ja, ein halbes Stack. So. Dann müsste jetzt in Gold. Wenn Gold kommt, ist ein Stack Gold. Dann müssten jetzt ein Stack und ein paar zerquetschte sein. Ja.
ein Stack und 23 oder so, oder 22. Ja, und dann hier 21 hier. Dann das ist auch 21. Wenn da ein Stack hier drin war. Hier war ein halber Stack. Da kann ich mal gucken, ob das jetzt ein halber Stack wäre. Also, was denn? Auch 21, also halber Stack ist auch reingekommen. Hier kommt Redstone, das ist einer zu viel eigentlich. Achso, der wurde hier hinten nicht einge. Doch. Bei hinten bleibt immer einer drin. So, ihr seht jetzt hier, die erste Frage ist hier ausgegangen. Das heißt, dann hier kommt das Zeug rein. Auch 21. Jetzt geht die hier aus und jetzt kommt hier ganz viel Zeug rein. Also nicht ganz viel, aber so viel, wie wir reingeschmissen haben. So, und dann ist alles drin und jetzt zum Beispiel, jetzt kommt einer so, Erde. Ja, Erde. Ja, dann sowas. Einfach mal Erde reingeschmissen. So, oder einmal Erde reingeschmissen, das müsste dann hier wieder reinkommen, weil es wird geprüft, ob hier reinpasst, und dann kommt es hier wieder raus, weil es nicht reinpasst. Ja, das war's von meinem Tutorial, wie man einen automatischen Lager baut. Es gibt auch noch eine bessere Variante, und zwar, ja, der macht der einfach noch höher und höher, aber das würde viel zu viel Trichter kosten. Das ist eigentlich eine sehr simple und einfache und nicht so kostenintensive Farm, also nicht Farm, aber kostenintensive automatisches Lagersystem, und ihr könnt auch hier sowas bauen wie jetzt einfach hier noch Trichter dran, durch jetzt ein Golderz, Trichter dran unten und dann eine Bambusmaschine, wie zum Beispiel die da, und dann einfach einen automatischen Ofen hinmachen mit Bambus als Brennstoff, und dann brennt das ganze die Erde durch, die ihr dann mit Golderz oder so abbaut, und dann müsst ihr nicht mehr ganz weit gucken. Also könnt auch noch ein ME-System bauen wie in Minecraft Phoenix. Da habe ich das so überall hingebaut. Das war auch sehr gut. Ja, das war's von der Vorstellung von einem automatischen Lagersystem. Wenn ihr mehr seht wollt, vielleicht den Like leiten und abonniert mich. Ja, wir haben jetzt schon fast die 50 Abonnenten geknackt, und das ist, finde ich, schon mal gut. Dafür bin ich auch viel dankbar an euch, und ja, das war's für das Video. Ciao, bis zur nächsten Folge. Glaube, dass nächste Folge kommt. Minecraft Sky Factory 4 wieder. Könnt euch freuen. Und ciao.